Moin und herzlich willkommen dabei Civilization 5 mit den Deutschen. Ja, fangen wir erstmal ein bisschen zusammenfassend an. Wir haben bisher ja 5 Städte, ist, finde ich, ganz in Ordnung. Und obwohl wir auf Pangea spielen, ist es de facto ein Kontinent, auf dem gesiedelt wird. Dann hier so die Wege zu den Österreichern, das ist hier eine ganz schöne Engstelle. Und erst recht zu den Äthiopiern, so ein riesiges Gebirge dazwischen. De facto könnte man sagen, sitzen wir auf unserem eigenen Kontinent. Und solche Situationen führen auch manchmal dazu, dass ich, sage ich mal, ganz entspannt spiele, wenn man jetzt keinen direkten Gegner hat, irgendwie seinen eigenen Landbereich, dass man einfach an allem friedlich zuguckt, wie es wächst und größer wird und so. Und da muss man manchmal aufpassen, das ist zwar schon irgendwie entspannt und so, aber manchmal gibt es ein böses Erwachen, wenn dann der Gegner massiv hochgerüstet hat und solche Geschichten. Deswegen doch mal hier und da schauen. So, unsere Städte hier im Norden. Frankfurt ist eigentlich nur da, um den Weg hier diesen zu den Äthiopiern zu sichern und wird als wahrscheinlich auch nicht übermäßig groß und wichtig werden. Köln hat im Prinzip eine ganz ähnliche Aufgabe, die Stadt ohne Ressourcen. Irgendwie ganz interessant, aber dafür mit Naturwunder. Bei denen ist halt noch spannend, die haben sehr viel Dschungel, wenn die irgendwann nur Uni haben, wenn man da Handelsposten reinsetzen kann und die Stadt noch ein bisschen größer ist, dann kann man aus dem Dschungel doch eine ganze Menge rausholen. Dann haben wir Hamburg, wo mir sogar aufgefallen ist, Stichwort, dass man alles zu entspannt sieht. Untätige Bürger, die erhöhen die Produktion immer ein bisschen. Also hier sollte man auch mal sehen, dass man noch ein paar Gebäude baut, wo Leute drin arbeiten können, dass hier niemand untätig sein muss. Er wächst sehr stark, hat aber halt nicht so die stärkste Produktion. Ich springe mal kurz nach München. Die, würde ich sagen, müssen Hamburg ein bisschen zuarbeiten. Ein Frachtschiff haben die ja schon gebaut, das nebenbei die Finanzen dann in Ordnung bringen wird. Wenn es irgendeine Handelsroute im nächsten Zug aufmacht. Und der nächste Frachter wird dann wahrscheinlich Produktionen von hier nach Hamburg liefern. 8 pro Runde. Und danach wird München wahrscheinlich noch ein Arbeitsboot bauen, das hier einmal außen rum fährt und sich auf den Fisch setzt. Also München wird jetzt erstmal Hamburg ein bisschen zuarbeiten. Aber Hamburg ist halt schon groß. Und wenn die dann noch einfach ein bisschen mehr haben an Produktion, dann wird das schon eine sehr, sehr schöne Stadt. Und dann haben wir noch Berlin. Ja. Die wohl erstmal dann auch munter weiter bauen werden, was halt so da ist. Ich glaube, wenn die hier oben ihr Kolosseum fertig haben, können wir auch mal den Circus Maximus bauen, der dann auch wieder ein Weilchen dauern wird. Aber dann wäre das bei der Zufriedenheit wieder etwas gesünder. Ach ja, und dann noch unser Glaube. Bisher haben wir nur unsere heilige Stadt und gerade aus dem Norden machen die Äthiopier Ärger. Österreicher haben hier ihren Glauben, der aber noch nicht so verbreitet ist. Mein Ziel ist jetzt auch erstmal hier und da einen Tempel zu bauen und dann irgendwann einen Missionar zu holen, dass wenigstens ein paar Städte im Umland hier unseren Glauben haben, dass man den mal doch mal ernst nimmt. Soweit. Ja, ich glaube, wir können in die nächste Runde gehen. Maschinen sind ja unter anderem auch ganz nett, dann man sich auf Straßen schneller bewegt. Wir haben ja doch ein ganz ordentliches Straßennetz, wo man immer erstmal entlang kommen muss. Ehre wahren wir den Protestantismus. Das klingt doch solide. Und da ist der Weltkongress gegründet. Tahiyati. Ana Ramses al-Ilah. Innani taksidun hayy l-Masr. Abu wa umm jami al-Hadarat. Ajija chukanchi. Nyukami kani pachakutik. Inka kunapagapag. Ne, chief pokatelo. Inaen Hanibidena. Okay. Ich wollte jetzt erstmal einfach nur wissen, wo so die Hauptstädte sind, dass man so ein bisschen gucken kann, wie groß die so sind, wo die eigentlich dann letztlich liegen und so. Mit Pangea. Wir müssten ja halt auf dem gleichen Kontinent sein. Ganz interessant, dass es den Weltkongress gibt. Ich hatte schon lose überlegt, weil es ihn nicht gibt, ob man mal eine Karavelle in Bauauftrag gibt und die über die Welt schickt, aber naja. Hat sich wohl erledigt. So, wie war das mit den Handelsrouten? Wir Hamburg nach Colombo und von Berlin nach Hamburg. Sonst kannst du mal nach Quebec. Ich will jetzt nicht hierhin, weil das mir nicht noch erst recht nicht noch mehr von deren Religion einfangen. Außerdem müssen wir irgendwann bald die Bank haben, sprich das Hansekontor, und dann profitieren wir davon, wenn wir Handelsrouten zu Stadtstaaten haben. So, und ihr in Frankfurt. Ich wollte eigentlich gerade sagen, braucht Bauernhöfe, aber naja, das würde hier nur die Produktion erhöhen, hier einen Bauernhof zu bauen.
ist ein ganz lustiger Sonderfall. Weil der Dschungel geht weg, der ja auch Nahrung bringt. Und dann nur den Bauernhof zu bauen, macht eben keinen großen Unterschied. Aber trotzdem hätte ich es. Obwohl, es macht halt einfach keinen Unterschied, außer die Produktion zu erhöhen. Wenn ich hier irgendwie ein Arbeitsboot mal zustande kriegt mit den Fischen. Sonst bauen wir, weil es ein Hügel ist hier, später eine Mine und ihr baut hier unten nachher noch. Mal. So, wir kriegen hier noch die nächste und ich würde sagen, wir machen erstmal das Patronat voll. Und wir kriegen also von allen Stadtstaaten, die verbündet sind, ein bisschen Wissenschaft dazu. Das ist vor allem er, unsere Wirtschaft ist nebenbei in Ordnung. Und der Weltkongress. Seufzer. Die KI nutzt ihn ja meistens, um irgendwelchen Quatsch vorzuschlagen. Dass man die Luxusgüter, die man hat, nicht mehr nutzen darf und sowas in die Richtung. Könnten noch mal was Schönes machen, finde ich, für die Naturerbestätten. Wir haben hier eine davon. Wir gucken einfach mal. So, ansonsten, ihr seid alle da munter weiter beschäftigt. Aber ich glaube, sonst sind die alle gut am Bauen. Wir haben immerhin gleich endlich die Werkstatt fertig. Ja gut, meinetwegen dürft ihr durch unser Gebiet für eine mehr symbolische Zahlung, die aber doch wesentlich beiträgt. Was wollen die alle durch unser Territorium? Aber ja, dank der eher symbolischen Zahlung davon ist schon wieder solider aus. Und wir könnten hier drüben noch die Baumwolle uns holen, wenn die gleich irgendwann fertig sind. Dann haben wir nämlich noch mehr zum Handeln. So, und ja, wenn er hier den Bauernhof errichtet, weil es jetzt auch kein Hügel ist, da macht das dann schon mal einen Unterschied, dass doch nochmal mehr Nahrung reinkommt. Was die Stadt auch durchaus gebrauchen kann. So, ihr habt die Werkstatt fertig, weil dann auch einer unserer untätigen Bürger arbeiten kann. Und sie, also, ach, ihr bräuchtet auch noch das Kolosseum. Aber ich hätte noch irgendwas gerne, wo jemand arbeiten kann, wenn ihr diese ganzen untätigen Leute da habt. Und die dauert gleich wieder so lang. Und erstmal den Markt. Da kann ja auch einer arbeiten. Ach, beute dir noch das Aquädukt und. Genügend Probleme, die weiterhin da sind. Aber jetzt, wenn wir alle kennen, könnten wir eigentlich auch mal kurz oft in die Demografie schauen. Wer denn so wo führend ist. Spitzeste Stücke. Wir haben die unspitzesten, aber wir sind ja quasi auf unserem eigenen Kontinent, deswegen passt das schon. Also, wir haben die viertgrößte Bevölkerung, was so, ja, mittig ist. Wir sind gar nicht so weit weg vom ersten, finde ich, mit nur 1 Million und ein bisschen, aber ja schon überdurchschnittlich und gerade die Ägypter haben nicht so viel. Ernteertrag und Fertigfahren sind wir auch. Mitte, oberes Mittelfeld, das ist in Ordnung. Gerade die Ägypter scheinen jetzt zurückzufallen. Gut, Finanzen haben wir nicht so viele, man merkt es. Land ist auch in Ordnung, Soldaten haben wir mit am wenigsten, Zustimmung, ja. Okay, die Ägypter haben nicht so viel Land und alles, aber ihre Leute sind zufrieden. Und sonst, das waren die Inka, oder? Scheinen wir die am meisten hier zu führen. Ja, haben wir auch am meisten Punkte und alles. Was ist jetzt? Achso, bei den Äthiopiern war irgendwas abgelaufen. Was sie aber praktischerweise direkt verlängern. Das Schöne auch, dass jetzt die ganze Welt entdeckt ist, wenn hier irgendwas ausläuft, haben wir im Zweifel auch mehr Handelspartner. Und wenn jemand die Baumwolle da drüben holt, können wir auch da weitermachen. So, Circus Maximus, Frankfurt und Hamburg brauchen es noch. Großer Tempel ist auch noch weg. Hier wird auch noch zu viel gebraucht. Ich meine, ihr würdet noch ein bisschen Produktion reinkriegen. Pferde, Schafe und Vieh. Naja, ziemlich genau ein Produktion. Und ihr fangt hier an, die Künstlergilde zu bauen. Ach, warum nicht?
Auch ein bisschen Kultur auf Dauer, die vielleicht reinkommt. Ihr seid fertig, dann könnt ihr da drüben gleich weitermachen. Den Handelsposten fertig, sehr schön. Dann könnt ihr da eigentlich gleich die nächsten Handelsposten bauen. Ist Hamburg auch schon konvertiert? Wir bräuchten dringend mal einen Missionar oder sowas, der dafür sorgen kann, dass unsere Religion auch mal ernst genommen wird. Und nicht einfach nur von der äthiopischen überrannt. Wir haben das bald fertig. Ihr baut hier auch überall weiter. Ja, und an Trieren, die vorbeischauen. Ah, ich wollte gerade sagen, wir haben noch selber irgendwo Kundschafter. Die Presse ist das. Die schauen sich einfach die Welt an und wie alles zusammenhängt. Das passt schon. Gut, ihr baut hier eure Baumwollplantage und ihr macht hier mit den Handelsposten weiter. So, die haben den Tempel fertig gebaut. Und vielleicht auch mal ein Aquädukt gebrauchen, so langsam wie die Stadt wächst. Dass man wenigstens sehr viel behalten kann. Was ist denn jetzt schon wieder von der Zufriedenheit her? Ah, Samarkand, wir sind so tief abgesunken, dass wir nicht mal Freunde sind. Und da lässt sich gerade auch nur wenig dran ändern. Naja, demnächst ist die Baumwolle ja fertig, dann kann man da wieder handeln. So, und was haben wir hier? Bei diesen andauernden Zufriedenheitsproblemen wäre es vielleicht nicht schlecht, mit dem Zoo schon mal die nächste Stufe bauen zu können. Und Zufriedenheitsgebäuden. So, der Frachter soll Produktion nach Hamburg bringen. Da schließt jemand Frieden. So, der Frachter war auf einer Handelsroute, da kannst du gerne wieder hin. Der Frachter, ach, das mit der Religion müssen wir echt mal in den Griff kriegen. Ja, aber du bringst trotzdem schon mal Produktion nach Hamburg. So, dann solltet ihr ein Arbeitsboot, ich meine Karavelle wäre auch mal schön, aber ihr baut ein Arbeitsboot, das nach Hamburg fahren wird. Die Stadt hat hier theoretisch noch ein bisschen Schwemmland, was man in Besitz nehmen könnte und noch mehr Bananen. Und noch mehr Bananen, also so viel Nahrung. Jetzt noch irgendwie die Zufriedenheit dafür hätte, die haben immerhin ihren Markt, da kann noch der eine oder andere arbeiten dann. Und wenn die die Baumwolle fertig haben, können wir die auch nochmal raushandeln. Irgendwer wird schon was haben, da bin ich mir ganz sicher. So, Marktplatz ist fertig. Ja, auch noch ein bisschen Geld reinbringen. Gut, jetzt könntet ihr theoretisch auch fast selbst euer Arbeitsboot bauen, aber es ist jetzt da unten ein Auftrag. Werdet ihr das gefälligst auch annehmen und ein Kolosseum errichten. Ah, unsere Baumwolle ist fertig, aber die werde ich jetzt sicher nicht billig verticken. An ihn. Hatten die nicht gerade noch massenhaft Kakao im Angebot? Müssen wir gleich mal in der Diplomatie gucken. Also Baumwolle ist sehr beliebt international, hat man den Eindruck. Er gefällt nur nicht, wie wenig hier andere Luxusgüter uns zum Handeln über hatten. Sehr schön, immerhin Columbo wird uns treu bleiben. Mit ein wenig Nachhilfe. So, du fährst dahin. Bahn oder so gibt es jetzt nicht mehr so in der Nähe. Du, wir haben ja mitbekriegt, dass die Baumwolle fertig ist. Sonst lasst uns mal eben sehen. Irgendwer wird ja wohl was in Angebot haben. Nope, nö, nein. Komme ich nur darauf. Nö, nein. Nö.
Aber sind nicht gerade irgendwer noch drei Kakao über? Die haben das wohl alles gehandelt untereinander. Weißt du, aber ich will jetzt trotzdem nicht die zweite Baumwolle für irgendwas billig aushandeln, also. Sollen wir da unten den Bauernhof errichten oder so? Also sonst halten wir die erstmal und gucken. So, und hier, ich finde es eigentlich schon spannend, eine Karawelle zu haben. Nur um nur einfach noch ein bisschen was von der Welt zu sehen. Ah, und München hat unsere Religion. Sehr schön. Und weil dann hier mal zwei Städte sind, die die haben, ist mal ein bisschen mehr religiöser Druck da. Aber leider echt noch nicht ausreichend in Hamburg. So, ihr habt euer Kolosseum fertig. Auch mal eine Wassermühle bauen. Nahrung und Produktion. Ja, eigentlich auch ganz nett. Und wie viel würde irgendjemand Kosten der Glauben verbreiten? Ach, hier oben, 300 Glauben, okay. Dauert noch einen Moment. Ich würde sagen, dann sichern wir schon mal unsere südlichen Städte ab, also die Stadtstädte. Dass wir hier auf jeden Fall eine Basis haben, mit der man arbeiten kann, dass hier ein bisschen mehr Einfluss rausgeht. Und schon ist die Zufriedenheit wieder weg. Im Prinzip, die haben gleich ihr Kolosseum fertig. Könnt ihr euch hier in den Circus Maximus machen, der erstmal wieder mit 5 Zufriedenheit das alles ein bisschen regeln sollte. Also baut irgendwas Schnelles. Naja gut, falls hier doch nochmal Dinge schief gehen oder wir doch mal Soldaten brauchen, baut hier auch schon mal eine Kaserne auf. Gibt ja keine Garantie, dass das immer so friedlich und entspannt weiterlaufen wird wie bisher. Gut, die sind damit gleich endlich fertig. Und ach, ihr hier unten solltet den Bauernhof bauen, weil der hat neben einem See, es bringt ja auch nochmal plus 2 Nahrung. Und hier haben sie sich auch endlich mal einen Hügel geholt, ist glaube ich auch noch recht neu. Dann könnt ihr da auch mal eine Mine drauf bauen, dass die Produktion auch mal ein bisschen stärker nach oben geht. Protestantismus in Jerewan. Oh ja, haben wir doch gerne gemacht. Dafür verlieren wir gerade Quebec. So, ihr habt hier ein bisschen gebaut. Ich meine, ein wenig Dschungel kann man ja schon behalten. Wenn ihr da mal einen Handelsposten reinsetzt oder sowas. So, ihr habt euer Kolosseum fertig. Ja, nicht gerne noch das Aquädukt, weil die Stadt recht schnell wächst. Oder das Potenzial hat, dann wird es ja noch schneller gehen. Hier in Köln habt ihr das auch fertig. Wir können den Zirkus bauen. Tja, ihr könntet euch natürlich schon die Uni hier oben holen, weil ihr dann hier auch noch so richtig schöne Sachen rausbekommt. Mein Köln ist zwar klein, aber mit der Uni, dem Observatorium und allem, könnte das schon eine Menge Wissenschaft sein. Irgendwelche offenen Grenzen sind abgelaufen, das ist, muss man jetzt nicht verlängern. Die Frage ist halt eher in der Diplomatieübersicht, hat irgendwer ein Luxusgut im Angebot? Nee, mal wieder nicht. Also machen wir einfach weiter. Also ich wollte gerade sagen, wir sind mit ihnen befreundet, aber nicht verbündet. Irgendwer hatte also noch mehr Einfluss. So, jetzt machen wir zumindest hier so viel Druck, dass man vielleicht hoffen kann, dass Quebec sich schon bald einfach so uns anschließen würde, sodass man einen potenziellen Missionar auch nach Norden schicken könnte und zum Beispiel Hamburg als große Handelsstadt wieder auf unsere Seite zu ziehen. Ja, man kommt ja ein bisschen rein. Das Arbeitsboot hier klärt auch ein wenig noch auf. Das sind eigentlich unsere Kundschafter, die waren hier auch gut übers Meer und unsere Karawelle ist auch bald fertig.
befreundet mit Quebec. Wir diese. Wir gehen zur Druckerpresse, wo man mit einem 2 dann auch endlich mal das erhöhen kann. Und der Circus Maximus, der dauert zwar einen Moment zu bauen, aber 5 Zufriedenheit sprechen ja für sich. So, wir haben wieder einen untätigen Bürger, aber immerhin 2 können hier schon mit drin arbeiten. Deshalb, wenn man denkt, es geht, dass es noch 7 andere Parteien auf der Karte gibt und dann doch niemand dabei ist, der irgendwas hätte. Ihr bewundert meinen neuen Damast. Soll keiner sagen, ich sei eine Ungerechte. Das ist bei den Österreichern, das war jetzt eine alte Vereinbarung, die einfach nur verlängert wurde. Was hat eigentlich der Weltkongress vorgeschlagen? Ja, Trüffel verbieten, wie immer. Irgendwelche Luxusgüter verbieten, aber ich glaube, Trüffel immerhin stören uns nicht. Also können wir einfach eiskalt dafür stimmen. Ja, einen Leuchtturm bräuchten die in Hamburg auch noch, aber eins nach dem anderen. Erstmal sehen mit der Zufriedenheit. Und sehen, dass sich unser Glauben hier endlich ausbreitet. Und nein, ich werde die Baumwolle nicht für eine Handvoll Gold pro Runde verticken. So, der ist fertig, der kann dann hier die Minen bauen. Du da oben durchziehst die Gegend weiter mit Handelsposten. Und unsere Karawelle ist fertig. Ich schicke die mal auf Automatik los. Du sollst einfach die Welt erkunden. So, ihr habt euer Aquädukt. Immerhin stimmt inzwischen die Produktion hier oben. Natürlich auch dank dem einen Frachter, der Sachen vorbeibringt. Sonst baut ihr euch mal den Hafen. Weil sie wir dann einfach mehr Reichweite haben. Ich weiß noch nicht ganz, wie die Welt ja jetzt genau aussieht. Aber vielleicht erreichen wir ja zum Beispiel Paris dann oder so. Wobei vielleicht auch hier rum oder so. Doch den Leuchtturm. Ach komm, holt euch mal den Hafen. Hier oben eine Stallung ist auch wieder nur ein Produktionspunkt. Ides auch nur eine Produktion. Oder ich meine, sonst holt euch mal eine Uni. Ein bisschen mehr Wissenschaft ist auch immer was Schönes. Ich habe einen potenziellen Missionar, der würde doch erstmal nach Quebec gehen. Der hier die Städte haben. Du baust da oben die Mine. Ihr macht weiter mit den Handelsposten. Hat inzwischen irgendjemand mal... Trüffel! Wartet. Da, hier. Wartet, die Trüffel. Das ist das, was sie verbieten wollen, oder? Die Franzosen haben vorher gesehen, was passieren wird. Oder gibt es noch irgendwas anderes? Die Franzosen, aber gut. Da, hier, Madame Bideri. Ha? Da folgt zumindest 14 Runden. Bis zur nächsten Sitzung. Mal wieder glücklich. Immerhin etwas. Wirst du mal wieder genau das Zeug verbieten wollen, was man jetzt doch wieder hat. Wobei immerhin verbieten sie nicht Baumwolle, weil dann könnten wir ja auch nicht mehr handeln und all sowas. Wäre dann echt unangenehm. Und Köln hat deswegen sogar einen Feiertag. Sehr schön. So, Karawelle so. Okay, erkundet erstmal hier entlang. Meine Hauptsache, sie erkunden ein bisschen. Die Österreicher bauen noch ein bisschen aus. Unsere Späher. Oh, sie sind tatsächlich hier hinten in Ägypten an Land gegangen. Ah ja, und das ist auch ein bisschen, worauf ich gehofft hatte, dass sie noch Naturwunder finden, weil das ja auch Zufriedenheit bringt. Wir haben den Viktoriasee hier drüben, der auch schon von den Ägyptern beansprucht wird. So, wir haben 300 Glauben.
Nenn's mal den Missionar, du wirst nach Quebec gehen und falls du danach noch Ladungen über hast, noch in Hamburg versuchen, so weit wie möglich zu arbeiten. Und prompt kommt da ein Missionar aus Äthiopien noch. Nerven echt. So, wunderbar, für Columbo entdeckt. Na, das haben wir doch gerne gemacht. Und für Quebec. Nur deswegen haben wir es doch entdeckt. Und ein großer Künstler auch noch. Unter anderem von Jerewan anerkannt wird, wodurch wir doch mal mit ihnen verbündet sind. Das ist ganz nett. Ach, das ist der Missionar, wollte gerade sagen. Nicht der große Künstler. Du gehst nach unten und wirst uns Quebec holen. Vielleicht nur mit einer Ladung, das reicht. Du könntest zwar ein goldenes Zeitalter machen, aber ich würde sagen, du wirst lieber ein großes Werk erschaffen. Einfach ein bisschen mehr Kultur und Tourismus. Wer weiß. Noch ein. Jetzt nerven diese Äthiopier aber schon ein bisschen rum. So, ihr könntet euch mal eine Werkstatt bauen. Da habt ihr auch Produktion, um das ganze andere Zeug zu bauen. Ihr habt bald eure Uni fertig. Wie sieht's denn aus? Okay, der Dschungel wird noch nicht bewirtschaftet. Die Stadt muss einfach noch ein bisschen wachsen. Dass sie das auch leisten können. Aber das bringt dann ja irgendwann zwei Nahrung, ein Gold und zwei Wissenschaft, wenn die Uni fertig ist. Das kann sich dann durchaus schon lohnen. Da im Hafen, ihr am Zirkus, ihr auch an der Uni beschäftigt. Und wir sind wieder im Minus. Nein, wir lehnen die offenen Grenzen ab. So wie die jetzt schon Missionare hier schicken. Wobei ich weiß nicht, ob man die aufhalten kann. War schon was, dass die damit einfach androhen. Jerewan kommt drüber hinweg. Jerewan wird uns gehören. Zumindest vorübergehend. Missionare scheinen ja trotzdem sich bewegen zu können. Dafür den Regeln her nicht mehr ganz sicher. Ich hoffe, die machen jetzt nicht alles kaputt. So, du gehst mal dahin. Wodurch Quebec Mehrheitsreligion jetzt auch hat. Und dann ziehst du nach Norden und holst Hamburg. Ja, man weiß gar nicht, was man zuerst bauen soll. Eine Menge spannende Sachen. Jetzt holt euch mal den Leuchtturm. In die Küstenfelder und halt insbesondere der Fisch noch ein ganzes Stück mehr. Bergwerk fertig, sehr schön. Ah ja, stimmt, der leidet. Nein, die machen keine offenen Grenzen, vergisst es. Wenn ihr hier rumnervt mit euren Missionaren. Er leidet dann ja ein bisschen Zermürbung, wenn er auf dem Gebiet von jemand mit einer anderen Religion oder irgendwie so war das. Und der immerhin schon nicht so ganz stark. Wir haben die Druckerpresse entdeckt. So, es kann natürlich sein, dass der hier Ärger macht, aber prinzipiell solltest du eigentlich eher jetzt nach Hamburg laufen und da mal ein bisschen Lohn verteilen. Du machst da weiter mit der nächsten Mine. So, das, ne, das bringt doch schon mal einiges hier. Ah, jetzt wird zumindest das eine Feld auch schon bewirtschaftet. Gibt jetzt nichts, was euch so direkt noch neue Nahrung einbringen würde. Zum Beispiel noch ein Amphitheater, ein wenig Kultur. Der Garten würde Zufriedenheit bringen, aber auch nur wegen der Religion, glaube ich. Aber sonst nehmen wir das einfach mal mit. Bringen wir außerdem, dass was die Staaten schicken, bringt mehr, vor allem die Zufriedenheit erhöht. Boah, wir haben gerade ein bisschen. 100 plus 2 Gold für Handelswege mit Stadtstaaten. Aber sonst erhöht man die Zufriedenheit. Finde ich gut, weil dann ist unser Volk endlich mal glücklich. Und ihr geht hier aufs Hanse-Kontor, weil das ja unser Spezialgebäude ist. Und dann können wir, glaube ich, gerade bei 2 Handelswegen mit Stadtstaaten immerhin in allen Städten nochmal 10% die Produktion steigern und vergesst eure offenen Grenzen. Ja, der verbreitet tatsächlich hier unten seine Religion. Aber unsere macht zumindest am meisten Druck, weil wir jetzt auch ein paar Städte und alles drumherum haben.
Na gut, ich sehe gerade die Zeit, ja komm. Ich würde sagen, ein Zug noch, das heißt vor allem diesen Zug, aber Visionar kommt ja noch nicht an. Die bauen alle noch. Irgendwer. Ach, er ist doch schon da, okay. So, dann gehört diese Stadt hier endlich auch zu uns und der Druck ist ausgeglichen. Aber immerhin, wenn die jetzt Handelswege haben, dann verbreiten die nicht noch weiter die äthiopische Religion. Wir müssen natürlich hier oben sehen, wo die auch noch massiv in der Überzahl sind. Dass man da was macht, aber so ein Teilziel, was ich am Anfang der Folge gesagt habe, ist dann so allmählich erreicht, dass man unsere Religion dann auch mal so richtig schön ernst nehmen kann. Zumindest halt hier, Frankreich hat eine Technologie gestohlen, naja, zumindest hier in der Gegend halt. Sie mal darauf ansprechen. Bonjour. Krieg erklären jetzt nicht. Denunzieren. Ach, es läuft doch eigentlich gerade so friedlich. Wir verlangen, dass ihr uns nicht mehr ausspioniert. Naja, da werden sie jetzt Angst vorhaben. Riesige Angst, dass man ihnen das so deutlich gesagt hat und all ihre Spione abziehen. Zweifelsohne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas anderes passiert, wie dass sie einfach heimlich darüber lachen. Aber was soll's. Also Hamburg-Wachstum läuft schön weiter. Wir könnten hier noch auf die Bananen jemanden bald schicken. Ich meine den aus Köln, der kann hier arbeiten. Der aus Frankfurt arbeitet da weiter. Berlin hat bald den Zirkus Maximus. Oh, dann sind unsere Leute aber so richtig happy. Das heißt, man kann dann erstmal entspannt weiter wachsen. Und München macht auch ein bisschen weiter mit der Uni. Und sie haben sich auch den Hügel gesichert, da bin ich ganz froh drüber. Die Staatskasse ist ja eher leer, dass man nicht wirklich was kaufen kann. Ich hatte immer Angst, dass der Stadtstaat sich den noch krallt, aber das ist dann schön für die Produktion. So, und im Moment, ja, 17 Runden, könnte man auch das Patronat abschließen, wodurch wir noch ein bisschen mehr Gold für Handelswege kriegen, was okay ist. Und dann vor allem schenken die uns hin und wieder große Persönlichkeiten. Was natürlich auch ganz nett ist. Ja gut, aber dann würde ich an dieser Stelle auch erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.